Beim Trüffen der Fliegengewichtskategorie dominiert wieder Weltmeister Wladislav Grischischin aus der Sowjetunion mit 112,5 Kilogramm. Der Ungar Sándor Holzreiter versucht zwar mit 115 und 117,5 Kilogramm seinem Konkurrenten Titel und Weltrekord, der auf 113,5 Kilogramm steht, abzujagen, doch die Anstrengungen bleiben ohne Erfolg. Beim Reißen steht Wladimir Smetanin im Vordergrund. Auch er kommt aus der Sowjetunion und stellt mit 100 Kilogramm den Weltrekord ein. Ein Versuch mit dem gleichen Gewicht, den Grischischin unternimmt, wird gestrichen. Smetanin steigert auf 105 Kilogramm für einen neuen Weltrekord. Smetanin scheitert, ist aber dennoch Europameister im Reißen. In der letzten Übung des Olympischen Dreikampfes bringt Holzreiter 125 Kilogramm zur Hochstrecke, erreicht 327,5 Kilogramm und erringt die Silbermedaille vor Smetanin, der mit 325 Kilogramm Dritter wird. Smetanin versucht zwar mit dem Weltrekordgewicht von 130 Kilogramm die Situation zu ändern, doch der entscheidende Versuch schlägt fehl. Chef auf der Bühne ist Grischischin. Er bewältigt den Weltrekord, erhöht damit den Dreikampf-Weltrekord auf 340 Kilogramm und gewinnt überlegen die Europameisterschaft. Noch einmal erprobt Smetanin seine Kräfte.